Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Ich würde sagen, wir starten gleich einen neuen Run und zwar, ich muss erstmal die Analog-Sticks wieder einschalten. Yay! So, mal sehen, was haben wir den letztens gespielt? Hatten wir da. Haben wir letztens Lazarus gespielt? Ich glaube ja, ja. Ja, ich glaube, wir hatten Lazarus. Oder? Weiß es nicht, egal. Wir nehmen auf jeden Fall diesmal Cain. Genau. Änderung bei Cain ist, der Lucky Food gibt nicht immer uns eine, ja, gute Pille, sondern erhöht einfach nur unser Glück. Und ich muss noch kurz was nachgucken. Ja, ist an. Okay, komisch. Das sah so pixelig aus. Ja, man kann es ja hier sehen. Eigentlich sollte er uns mehr Glück geben, aber irgendwie ist der Glücksstrich immer irgendwie nur bei 1. Also irgendwie funktioniert das Ganze noch nicht so wirklich. Und was haben wir gerade? Ein Pilz, der glaube ich unsere Größe verändert und uns Speed und Range gibt. Ist nicht schlecht. Ich meine, wir haben so ein bisschen Stärke schon von Natur aus. Von daher dürfen wir das eigentlich schaffen. Wow! Achso, kriege ich den Schaden nicht. So, jetzt habe ich sie. Jetzt! Nein, nein, nein! Bleib da in der Ecke! Bleib in der Ecke! Ne, ne! Gut. Die Sun-Karte. Eine schlechte Karte. Lohnt sich bloß bei 2 Herzen am Anfang nicht so wirklich. Erstmal mal so die. Ah! Ah! Oh! Oh! Das war ja beinahe schade, wenn ich hier noch hätte. Ich muss mal kurz die Karte wieder kleiner machen. Mir dann doch so ein bisschen zu. Na, triff! What? Nein, 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 ich will da aus der Ecke, ich will da irgendwie aus der Ecke. Nein! Fuck! Kill dich! So. Das Herz wieder mit. Bleib da unten! Schade. Nicht da der Trophäe. Aber ein Schlüssel, blaues Herz und eine Bombe. Ist gut gelaufen, würde ich sagen. So. Dong. Die Uhr im Hintergrund. Stirb. So, den lassen wir mal kurz. Ah, den lassen wir nicht frei. Auch erstmal den da oben weg. So, jetzt können wir ihn frei lassen. So. Jetzt noch den da oben. Ausschalten. So, kommen wir hier an die Kiste. Money. So, und hier unten. Hier dürfte der Geheimraum sein. Mit. Gut, dann habe ich keine Ahnung, wo es sonst sein könnte. Ja, wir machen einfach den Boss fertig. Das wird doch überhaupt nicht lange dauern. Ja, dash du nur. Ich hoffe, ihr habt Zeit dabei. Das könnte beide dauern. Ja, gut, wir sind immerhin nicht Maggie. Schieß auf der Seite, Gott! Cain! Mach doch keinen Quatsch, keinen Quatsch. Au, was? Das hätte mich gar nicht treffen dürfen. So. Book of Revelations has appeared in the basement. Mir fällt gerade ein, wir haben die ja im letzten Mal freigeschaltet, die apokalyptischen Reiter. So, gehen wir mal gleich runter. So, was haben wir denn hier? Yes, gleich hier den Itemraum. Das ist immer schön, wenn man den gleich hat. Lemon Party! Lemon Mishap. Lemon Party war ja hier das. Die Karte. Ich muss echt irgendwie an den ganzen Lichtern da vorbei und das einfach mal hier in der Mitte aktivieren. Irgendwie hat das nicht so viel getroffen, wie erhofft.
Nein, Mann. Sind im Endeffekt noch ein paar reingerutscht. Schlüssel. Boss-Challenge-Raum, wenn du nicht rein kann. Weil ich ein Herz viel hab. Den Kopf ausschalten und aufs Lauf nach oben. So. Ja, den irgendwie treffe ich den. So. Mag diese Dinge. Nee. Alter, was sind das für Riesentränen? Gott. Ah, ich sehe was, ich sehe was. Nein, 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 aus. Entweder euch töten oder die Flammenfeuer ausmachen. Wow. 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 Wow, da laufe ich rein. Da reingelaufen bin, das ärgert mich jetzt schon. Irgendwie. Ah! Wow! Wow! Ein Herz. Läuft gut. Auf jeden Fall. Der Zombie-Effekt. Ernsthaft? Wie viele Gegner gibt es? So. Stop. Geld. Geld. Oh, noch ein Herz. Nice. Das geht immer auch noch mit. Und der Dash. Au. Ich dachte, der Dash schon anfängt zu kritzen. Nein. Au. Alter, ich lasse mich gerade treffen wie ein Vollhonkel. Nein. Ich war nicht nah genug ran. Komm hoch. Komm hier hoch. Immerhin. Ein, zwei Ticks habe ich da drauf gekriegt. Wow, der Cube of Meat hat gerade so viel Schaden gemacht. Wow. Shot. Noch mehr Speed. Aber wie fühle ich nicht, dass ich schneller schieße? Oh, naja. Nehmen wir jetzt einfach mal so hin, dass wir einen Shot Speed und Speed Up haben und dann gehen in die nächste Etage Route. Grave Side. Ich probiere mal keinen Schaden zu nehmen in dieser Etage. Ich versuche das schon die ganze Zeit, aber irgendwie klappt das meistens nicht. Ich weiß nicht wieso. Oh, okay, wir können den Raum da oben nutzen. Fuck my life. Den Raum müssen wir erstmal verschieben, bis ich ein Herz habe. Oder wenn hier drin ein Herz spawnt. Eigentlich wollte ich. Aua, fuck. Noch ein Hit, es ist vorbei. Komm schon her. Ist kein Herz. Kein Herz ist kein Herz. Komm, komm schon. Ich schaff das. Komm schon. Was? Nichts? Ernst? Oh Gott. Ich muss mir gerade ins Gedächtnis rufen, dass die Karte notfalls auf L1 liegt und nicht auf Dreieck. Ich wäre das Item. Oh, komm schon. Ich brauche ein Herz. Genau so eben. Im Ernst. Dein fucking. Oh nein. Ich brauche doch das. Oh, was das für ein Item ist. Yay.
Nein, fa... Ich wollte das Item aktivieren, fuck. Also Item bewirkt, um es mal kurz zu erklären, Spider-Bot bewirkt, dass ich, wenn ich es aktiviere, alle Gegner in dem Raum geslowt werden. Das, ich habe jetzt wieder zwar Leben, aber irgendwie hat sich das nicht rentiert. Weil ich hätte mit der Karte halt noch Schaden machen können. Ärgerlich. Dann gehe ich jetzt in den Shop. Und die Pillen. Yay, Pillen. Huhu. Spaß. Dafür einen Schlüssel benutzt. Huhu. Ah. So viel Spaß. Freude und Spaß. Oh, die explodiert. Da ist das fucking Herz. Ich hätte nur einen Raum irgendwie noch warten müssen. Und nicht in meiner Unbedachtheit aber irgendwelche Knöpfe drücken. Nein, wie ich den Tower nicht getroffen habe. Oh, was ist das? Na, 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 na. Nicht leichtsinnig sein. Das Herz würde ich spätestens beim Boss verlieren. Das halbe, weiß ich. Boss. Und es ist Viech. Ah. Komm schon, rutsch hier runter. Fuck. Das Item war nicht umsonst, bitte. Ah, es war umsonst. Jetzt muss ich auch noch dodgen. Au. So viel zum Dodgen. Stopp, stopp, stopp! Alter, mein Herz! So, Health Up. Und voll geladen. Wo ist jetzt das nächste Health Up? Und zwar hier dieses halbe. Nice, Herz. Geh mit diesem Herz runter in die nächste Etage, sagte ich. Oder wollte ich sagen. So, jetzt haben wir ein bisschen Health Up. Gucken, ob wir das schaffen, was ich mir denke. Samsung schalten wir schon mal nicht frei. Einfach weil ich Schaden noch habe. Über mehrere Etagen. Ich bezweifle, dass ich hier schadensfrei die nächsten zwei Etagen überlebe. So, die Arcade sparen wir uns mal. Oh, ho, 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 ho. Jetzt brauche ich dieses Item nicht einzusetzen, weil Flug. Oh Gott, gut, dass der Cube of Meat da nicht eingesprungen ist. Oh, komm schon, explodiere endlich. Oh, ernsthaft? Mehr Platz zum Agieren. Oh mein Gott. Oh, 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 da waren zu viele. Panik-Button-Mashing. Das funktioniert immer noch super. Gott, stirb. Ach schon. Yay, ein Key. Nur ein blaues Herz gekostet, glaube ich. So, was haben wir hier? Yay, Häufchen! Und nicht so freundliche Häufchen. So, mal sehen. Wow! Wow! Und ich lauf rein. Ich lauf rein!
weil ich so Mitleid mit den Gegner hatte und mir dachte, yo, lass ihn mal ein bisschen mehr Glück haben und lass ihn einfach in dich reinlaufen. Oder ich laufe in dich rein. Damit er irgendwas zu knabbern hat. Sind schon ganz abgemacht. Guck sie dir an, sie sind bloß Würmer ihres eigenen Ichs. Noch mehr Kies, noch mehr Bomben. Und noch mehr Sackgassen. Eis. Sackgassen. Hallo, nö, oh nö. Ich sagte einfach nö. So, ihr spawnt jetzt bitte dort alle in der Mitte. Dann halt nicht. Hätte ja bloß einfach mal freundlich sein können, ne? Aber nein. Spawn einfach mal direkt. Dann spawn. Stirb! 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 Komm schon! Tu mir den Gefallen und stirb! Ja, nicht, dass ich jetzt hier mal irgendwelche verschiedenen Viechter treffe. Ja, spawnt jetzt alle da oben. Spawnt verdammt hier unten. I will find you and I will kill you. Yay. So, wo ist lang da oben? Da ist noch hier links. Mensch, spanne darauf. So. Bombing. Bombe. Bombing. Und was schön Schrauben, die ich kriege. Gut, dann halt ich hier. Oh, komm schon. Warte, warte, ich hab einen Plan. Und zwar diesen Plan. Und jetzt versuche ich sie einfach da drinnen zu halten. Und nein, das kommt auch. Yes. Und du auch. Du auch. Ja. Ha, ha, ha. Dieses böse Genie hier, was einfach versucht zu überleben. Das ist ein Itemraum, das ist ein Itemraum, das ist ein Itemraum. Oh mein Gott, das sind die Itemräume. Itemräume vor allen Dingen. Es wäre schön, wenn es Itemräume wären. Au. Voll ins Gesicht. Das ist nicht nett. Ich hab 7. Wo hab ich bitte schon 7 Schlüssel hier sammelt? Alter. Ansonsten bin ich hier in meinen privaten Spielen, suche ich immer zwar verzweifelt nach Schlüsseln und hier werden sie mir förmlich hinterhergeschmissen. So, das Stundenglas wird, glaube ich, entweder einfriert. Ja, ich glaube, einfrieren war es. Aber ich mag Lemon Mishap und was zum Teufel ist bitteschön das? Bitte was? Ah, das ist das. Ah. Interessant. Wie war das? Es konvertiert blaue Kerzen. Hier. Gib mal was zur Demonstration. So. So. Jetzt demonstrieren des Items. Bitte was? Wie waren das? 3 blaue Herzen? Nehmen wir das mal mit. Das könnte nämlich mehr Herzen bringen. Und könnte mir helfen, einen bestimmten Charakter frei zu halten. Dafür dürfte ich aber die blauen Herzen jetzt nicht so schnell verlieren. Ich glaube, das waren 2 ganze blaue Herzen. Und ich hatte nur 1,5, jetzt habe ich nur noch 1. Au! Vergesst, dass ich 1 gesagt habe. Hack, my life. Da hat man schon ein Item, was Herzen generiert und was ist. Man kann es nicht nutzen, weil man zu blöd ist zum Spielen. Einmal funktioniert oder wie? Bomben! Mehr Bomben! Mehr Bomben! Alter, Alter, hör auf zu spucken, ist ja ekelhaft! Mehr Kies, nice! Mega Fetti! Au! Ah, springt er schnell! So. Lass mich! Ich mach hier sauber. Nee.
sind nicht so viele, dass er viel Leben hat. Ich habe keinen Schaden irgendwie. Zumindest kein Damage ab habe ich auch hoch. Dieser rote Balken, er schwindet so schnell. Oh, wow. Das überrascht mich jedes Mal, dass er so schnell springen kann. Ansonsten braucht er so ewig. Naja, zieh mich nur ran. Na, ich muss hosten. Ah! Oho, diese Spannung. Wird er es schaffen, mit diesem Schaden irgendwas auszurichten? Irgendwas ja, aber in welchem Zeitraum nur? Langsam, aber verdächtig. Schafft er es und killt Mega Freddy. Ich krieg ein blaues Herz. Nice. Jetzt hätte ich das Item einsetzen können. Ah, komm, das schaffen wir. Wir kriegen es mindestens hin, dass wir mindestens zwei blaue Herzen haben, um damit irgendwas anzufangen. Was war denn hier? Die Tiefen. Tiefen 1. Oh, 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 das war eng. Oh ja, komm. Stell dich vor deinen Kollegen. Ja, ist in Ordnung. Achso, das, was wir aufgesammelt haben, war ein Damage-Up. Wollte ich nochmal so nebenbei bemerken. Wir machen jetzt ein bisschen mehr Schaden. Könntest du bitte da hinten? Ne. Hier, hier bin ich. Hier bin ich. Komm, komm, komm hier. Ja, ja, ja. Super. Super Kurs gehalten. So. Na. Nicht wieder verschwinden. Super. Oh, wieder eine Sand. Oh, diesmal lohnt sie sich sogar. Wenn diese nicht wieder wie ein Idiot ein. Alter Schwert. Ja, da war's das mit dem blauen Herz. Hat sich super gelohnt. Nee, wirklich. Jetzt haben wir nur noch die Chance, irgendwie Guppy Sport zu finden. Und in dem Moment fällt mir auch ein, dass wir vor uns einfach haben, in den Devil-Raum noch zu finden. Zumindest in diesen Opferraum, Stacheltürraum. Gedöns. So. Wir haben auch wieder erstmal volles Leben. Und Hirn. Brains. Und so viel rote Masse, dass ich mich gar nicht mehr traue, in die Mitte des Raums zu gehen. Nein, stirb, stirb. Nein, nein, nein. Lass mir Fluchtwege. Lass mir Fluchtwege. So viel Rot in diesem Raum. Oh mein Gott. Ernsthaft. So viel Rot. Nirgendwo konnte ich laufen. Und Bomben. Ah, da lohnt sich die eine Bombe dafür, um das aufzusprengen. Ach komm, hier. Muss ich nicht irgendwie passiert springen. So. Bom, bom, bom. Oh, da sind ja Fliegen. Fliegen! 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 Nein, keine Fliegen. Entschuldigung, du bist ein Wurm. Tut mir leid. Nicht schnell genug identifiziert. Zumindest hat das mein Hirn nicht so schnell geschafft. Und Gott, nimmt mir der Cube of Meat gerade einiges ab. Meiner Panik-Mesher. Autsch. Jo, wir verhindern Schaden. Und was ist? Ich laufe dann einfach die Gegner einfach, weil ich so Schaden brauche. Ich brauche ihn. Sonst, Alter, da natürlich. Ich hab wieder die... Oh, Scheiße. Ich mache hier die Scheiße nicht weg, damit du mich andashen kannst. Lecko mio. Hör auf, neue Dinger zu spawnen. Gut, stimmt ja, die dashen ja. Mein Gott. Oh Gott. Jetzt heil dich doch, Gott verdammt, nochmal auf. Danke. Jetzt haben wir diesmal nur einen kleinen Haufen. Die dashen mir nicht den ganzen Raum hinterher. Hey, hey, hey. Ja, ja, quitsch mich nicht an. Ich hab zu tun. So, da und da. Hey, viel zu viel Schaden genommen. So. Gehen wir in einen noch größeren Raum. Nice. Noch mehr von den Viechern. Könntest du
so ein Stück nach... Ja, so genau. Genauso bleiben, genauso bleiben. Den Rest mache ich schon irgendwie. So, wenn ich jetzt perfekt irgendwie da oben habe, würden sie da drinnen bleiben, aber ich habe sie nicht perfekt da oben. Ich habe nur noch ein halbes Leben. Sehr viel. Ein Fehler. Ich bin tot. Oh Gott, hatte ich gerade Angst. Oh mein Gott, kam der gefährlich nah angedasht. Immer Kies. Ich brauche aber Herzen. Sonst werde ich mit Herzen bombardiert. Jetzt werde ich mit Schlüsseln bombardiert und krieg was. Jetzt kann ich nicht mal mehr reden. Wow. Werde ich mit Schlüsseln bombardiert, kriege aber keine Herzen. So rum. So. Babs. Ja, natürlich. Hätte ja auch irgendwann mal was Angenehmes drunter sein können. Wow. Das ist so ein dummer Tod gewesen, da jetzt in die Flamme zu rennen. Herz. Na, nein. Ich wollte gucken, ob das mit dem Item geht. Nein, immer noch nicht. Es sind wirklich zwei blaue Herzen. Fuck. Butter wie Bohne. Nice. Naja, jetzt haben wir immerhin voll Leben. Haben auch wieder keinen Gegner. Beschadet. Lass mir mein blaues Herz, ich brauche das. Den Herzcontainer dafür bekommen, für die zwei blauen Herzen. So. Kein Monster. Hör auf, fliegen zu spawnen. No, watch. Ich hab's zwar Schaden gemacht, aber immer noch. Oh, fuck my life. Ich hätte echt gerne jetzt Scoopies Paw. So viele Fliegen. Mein Gott. Oh nein, 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 ich komme nicht aus der Ecke. Oh Gott. Der Schädel auf Doom. Au. Nice. Er hat einfach zu viel Leben für den Schaden, den ich mache. Und sonst ist nämlich gar keiner. Ich mache gar keinen Schaden. So, jetzt machen wir mal was. So, arbeiten wir mal so ein bisschen effektiv mit... Oh, da will ich nicht mit den Würfeln arbeiten. Ein bisschen der Weg getan. Egal. Cube of Meat. Gib mir halt einen Range Up. Was haben wir denn hier? Nicht den Itemraum. Den müssen wir auf jeden Fall noch holen. Könnte ja sein, dass wir noch irgendwo blaue Herzen finden, ne? Da ist einer, haben wir ja gerade schön verzockt. Und genauso den Itemraum, den wir ja durch die Sandkarte sehen. Fuck! Gib mir... Oh, fuck, gib mir Bomben. Was sind so alle gekriegt da oben? Was habe ich ihnen getan? Ich mach doch hier nur Urlaub. Auch wenn es schönere Urlaub... Oh. Schönere Urlaubsort hier gibt. Das Spiel macht während der Konzentrationsphase echt mein Hirn zu brei. Ah! Reden! Reden und Isaac spielen. Nice. Yay! Würmer! Juhu! Keine Ahnung, warum ich das unbedingt nach rechts wollte. Es gibt dafür eigentlich keine logische Erklärung. Außer, dass ich das gerade für eine ganz gute Idee fand. Und hielt. So, wir haben... Matchstick... Was auch immer dies tut.
Guppys Paw. Nein. Guppys Paw sieht anders aus. Jo. Stirb, stirb. Stirb, 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 stirb. Stirb doch. So. Yay, Bomben. Ich komme in den Geheimraum. Fliegen, 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 fliegen. Rote, rote Lache. Nein, nein. Lass mir doch ein bisschen Bewegungsraum. Ah, stirb. Stirb, stirb. Könnte es sein, dass das Vieh mir gerade den Luftweg abgeschnitten hat? Egal, ich gehe hier rein. Ein super Item nach dem anderen. Oh Gott. Was hat der Run nur gegen mich? So, und jetzt kriege ich mich selber. So, ich nehme es wieder mit. So, haben wir eigentlich genug für den Shop? Nein, haben wir nicht. Aber wir haben hier Gegner, die mir überhaupt nicht gefallen. Oh, Knights auf engen Raum. Nice. Es sind auch noch zwei aufgerüstete Knights. Ist ja nicht so, dass ich hier schon mit den normalen Knights Probleme habe. Doch die drehen sich ja schneller. Ich muss eigentlich effektiv mit den Cube of Meat arbeiten, aber irgendwie bin ich zu blöd dafür. Wir haben ja genug Schlüssel, wir gehen einfach mal da rein. Einfach mal da rein und gucken im fucking Creed in die Augen. Nice. Irgendwie schieße ich gerade nur noch die roten Tränen. Anscheinend tut sich der Lucky Food endlich mal irgendwie bezahlt machen in puncto Glück. Nice. Da renne ich rein. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich für den Schaden stehe. Lass mich! Greed! Aus! Nicht in die Tränen laufen. Gott! Gegner! Warum gibt's Gegner hier unten? Es gibt einfach nur noch mehr fucking Geld. Und ich kann den Shop doch gar nicht nutzen. So, da einmal. Und da einmal. Dann, nice. Fick die Schädel. Okay. So, jetzt da unten in den Geheimraum looken und da würde ich sagen, da rutschen wir gleich in die nächste Etage runter und gucken, was wir dort so erreichen können. Nehme ich gerade echt schon wieder eine halbe Stunde auf. Wow. Ein Herz! Ein Königreich für ein Herz! Hier sind Pilze. Gib mir irgendwas aus den Pilzen. Ja, oh nice. Dann pups mir halt ins Gesicht. Das Spiel hasst mich und ich weiß nicht warum. Na gut, die Sandkarte war zwar geil, aber trotzdem. Ich hab den Konverter. Sonst habe ich immer irgendwo blaue Herzen. Und diesmal finde ich nichts. Nada. Niente. Oder Guppys Paw wird mir fast in jeden Run an den Kopf geschmissen. Und diesmal auch nicht. Oder wie? Lass mal kurz hier gucken. Nee, habe ich nicht ausgemacht, das Mikro. Das ist super. Da kann ich jetzt auch mal in den Karte-Raum gehen. So, ich würde sagen, wir zocken hier so ein bisschen. Oh. Fuck, wie viele Herzen hatte ich? Ich sehe gerade, wir haben The Cause of Darkness. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bloß. Wir haben, glaube ich, zwei Herzen. Oh, nice. What a pretty pill. Oh, geil, eine Pille. Oh, oh, mehr Pillen. Oh yeah, oh, fuck mein Leben. Nein! Meine Spieleautomaten! Fucking Pille! Ich wollte noch zocken! Was ist das? Bombsaki! Ja, nice. Das freut mich ja. So, hier. Nimm das Automat! So. Ich dürfte jetzt volle Herzen haben. Ich hasse diesen Fluch. Fuck! Lass mich da durch! Oh Gott! Nein, nein! Oh fuck, ich habe jetzt so gar keinen Überblick mehr über meine Herzen. Natürlich nice.
Ich wollte eigentlich so lange zocken, bis ich so viele Herzen habe, dass ich daran sehe, wenn ich ein Herz mehr aufnehmen kann, dass ich zu viel habe. Nimm die Bombe, friss sie und stirb! Fuck! So, mehr Bomben. Jo. Da kann ich aber jetzt nicht zocken, da wirst du sicher Schaden nehmen. Natürlich, gib mir Gegner, die ich nicht sehe. Auf! Hack! My life! Ich durfte so bei den letzten zwei Hits langsam sterben. Oh, leck mich! So, hier haben volles Leben. Bei den Gods of Darkness ist mir das Risiko gerade einfach echt so hoch, dass ich da irgendwie von diesen unsichtbaren Viechern getroffen werde. Wir versehen jetzt wieder die ganze Karte. Dass wir diese Witches zerstören. Wenn ich es irgendwie schaffe, mit dem nicht vorhandenen Schaden irgendwas zu erreichen. Oh Gott, das dauert so ewig. So ewig. So ewig. Wo ist denn eigentlich der? Oh Gott, der ist am anderen Ende. Natürlich ist der Itemraum am anderen Ende. Warum? Oh, fuck. Ich das hasse. Oh, Golden Key. Nice. Das sind die lila Flammen übrigens, für die ich das eh nochmal gemeint habe. So, und weil ich jetzt einfach echt zu voll bin, irgendwie zu laufen. Okay, die Abkürzung. Nein, warum Super Creed? Ernsthaft, was habe ich getan? Weil ich vorhin den Automaten gesprengt habe, um kurz mal zu demonstrieren, wie der Konverter funktioniert. Was ich aber nicht vorführen konnte, weil ich halt nur ein blaues Herz oder anderthalb hatte. Ernsthaft, Spiel, warum? Das Spiel hasst mich so sehr. Diese Geister. Ich hab echt einen Geist schon erledigt. Die spawnen wahrscheinlich bloß ineinander oder mit echt großer Verzögerung. Oh, lasst mich euch schießen. Oh, komm schon. Komm schon. Könnte mal einer von den Geistern endlich verrecken. Danke. So, jetzt der zweite. So. Was ist... Oh, ist das das, was ich denke, was es ist? Tiny Planet. Ja, ist, oh, warum habe ich das aufgehoben? Habe ich gestern auf dem privaten Spielstand eine Challenge gespielt. Ich sag mal so, der F, das gibt es glaube ich bei der Challenge, die sich irgendwie Solar System nennt oder irgendwie so in der Drehe, da schießt du auch so Tränen in beide Richtungen, aber auch so kreisförmig um dich rum. Wenn du dazu noch die Kohle hast von Krampus, du machst Schaden ohne Ende. Und die Gegner können dir gar nichts mehr. Du kommst jetzt so easy durch die Challenge. Aber ich glaube, so hier... Gut, wir haben ein bisschen... Was heißt, wir haben ein bisschen Schaden? Wir haben gar keinen Schaden. Schaden im Kopf vielleicht, ja, aber... So richtet da gar nichts aus. Oh nein, ist natürlich so ein Gegner. Oh, leck mich. Leck mich.
Irgendwann treffe ich schon. Irgendwie, irgendwas. So. Und mehr Geld. Natürlich brauche ich jetzt Geld. Oh, Spiel, warum? Ist hier irgendwo. Ja, da ist einer. Da ist einer mit dem Kreuz. Da ist ein Stein mit dem Kreuz. Yes, Pausherz. Oh, das ist schon Mami. Natürlich ist es jetzt schon Mami. Den Item Mami. Dem Schaden Mami. Oh, ist doch nicht euer Ernst. Und dann noch so ein Vieh, was mir hinterher rennt. Nice. Ah! Ich liebe dieses Spiel gerade so sehr. Ist sich Mami getroffen. Bleib einfach hier in der Mitte und lauf immer noch links und rechts. Irgendwas treffe ich schon und wenn ich nicht die Fliege ist. Ich diese Fliege nicht treffe. Achso, überhaupt nicht! Könnte ich irgendwas treffen? Alter! Ich sterbe hier 100 pro noch. Gegen Mami. Isaac! Aber kommt der Fuß. Ja, dann tritt doch. Alter, nicht diese fucking Gegner, die an mich rangehen. Die kriege ich nicht tot. Fucking Tiny Planet. Da kriege ich nichts tot, was an mich rancharcht. Yo, dear diary, today I died. I was killed by this thing. Some in a dark, some dark place. It's ugly. I leave all that I own to my cat, Gumpy. Good stuff. Goodbye, crew rod. XO, XO, Kane. Oh, fick, echt ernsthaft. Das hätte ich vielleicht gerade noch so hingekriegt, aber ich dachte mir so, yo, nimmst den Tiny Planet, das macht bestimmt guten Stuff. Ah, naja, ist glaube ich unser erster Tod in diesem Spielstand. Mal sehen, Stats. Wir haben einen Tod, ja, gut. Best Streaks 1, natürlich. Warte mal, das ist doch erst der zweite Spielstand. Ja, ich glaube, ist ja erst das zweite Spiel. Also, ich hätte doch schon Lazarus spielen können. Naja. Nehmen wir uns das für nächstes Mal vor, ne? Tiny Planet. Naja, das war's von mir für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Bis dahin, macht's gut und wir sehen uns.